So, da sind wir wieder. Da ist die PS20. Eine habe ich gerade in der Hand. Ich schieße da jetzt mal rein, um den Alarm auszulösen. Dann schnappt mir noch einer. Genau, das sind die Bankdaten. Ich habe gerade eben noch die Soda getrunken, um mich zu heilen. Also ich habe ein Medikit auf das rechte Bein angewendet oder aufs linke. Und habe die Soda getrunken, den Whisky, die Sojanahrung und habe das Trinkbecken leer getrunken. Das dauert natürlich ewig lang, deswegen habe ich euch das erspart. Stay cool. Aber man kann da 10-mal draus trinken und entsprechend für Ome 10 Lebenspunkte heilen. Jetzt kommt schon hier rein. Ihr habt gerade eben schon die Tür geöffnet. Nein! Ich bin da. Ich bin hier. Öffne die Tür. Das bräuchte halt auch einen Dietrich. Das ist doch blöd. Nur weil die Gegner so unfähig sind. Hier jemand. Ah, da war ich gerade hinten dran. Eine Soda. Oh, hab ich mal gebrochen, ne? Das da könnte der Gefangene sein. So, dann schnapp ich mir mal die Soda und trink die. Wo kommt der? Von links. Da sind sie. Da ist einer. So, nichts. 10mm Munition und. Was hat der? Nichts. Was hat der? Ah, nochmal Munition für die Pistole. Schön. So, damit habe ich die Laserschranken erfolgreich umgegangen. Gunther's in that room. One of our top agents. Was zum Henker? Du bist aus. So, also. Dafür sind die Multitools, um so Dinge zu hacken. Eine Zeitung, ein politisches Amt, bla bla. Schlagstock, hab ich nicht sogar schon ein. Ach komm, Schlagstock brauche ich nicht. Eine Brechstange. Ne? Ablegen. Schlagstock, Messer. Ja, das war's schon. Das brauche ich alles nicht. Ich habe hier eine Brechstange. Kann man da was trinken? Nein. Feuerlöscher habe ich schon. Oh, Säuernahrung. Na dann, wie sieht die Gesundheit aus? Nicht so prickelnd. Hä? Habe ich den nicht angebracht? Ich dachte, der hätte ich schon angebracht. Vielleicht habe ich auch gerade noch einen gefunden. Keine Ahnung. Soda war die Säuernahrung. Na nun? Habe ich nicht gerade was zu futtern aufgenommen? Oder bin ich jetzt blöd? Keine Ahnung. Nein, das funktioniert nicht. Ein Dietrich oder... Kenne ich dafür die Zugangsdaten? Bankterminal, Selbstschussanlage, NSF 001... Smash State. Das war ja vorhin schon. Hab ich mich vertippt? Ja, hab ich vertippt. Kamera aus, Tür entriegelt. Und der soll die Feinde angreifen, der Geschützturm. So, hallo Hermann. Was haben wir hier? Glad you're not hurt, Agent. Command should not have left us to be surrounded. Risk is part of the job. I think you lucked out this time. Agent Navarra and I were ready to go in, but for no reason they said pull back. I do not retreat. Please give me a weapon and move out of the way. Meine Pistole kriegst du nicht. Nee. First thing is to get you out of here. I'll handle the enemy. Excuse that I have forgotten your brother Paul Denton and the infinite power of nano-augmentation. Ich glaube, der ist can't spare any arms. Please retreat to a safe location. Go ahead. Advance up the stairs to the command center at the top. I will take my rusty metal bones and sweep away into the junk pile. Okay. Also? Ja, hier, noch was von den Waffen für dich. Der läuft immer noch. Ah, keine Wasserverschwendung. Was habe ich da gerade gesehen? Spiegelung. Wow, cool. Für ein Spiel, für ein so altes Spiel. Nicht übel. Kann ich es mir erlauben, Alarm auszulösen? Oh. Na klar. Ah, Mist.
Hermann. Wird schon passen. Er meinte, er kommt da raus. Also vertraue ich ihm mal. So, bevor ich jetzt weitergehe, mal kurz ein bisschen Geld besorgen. Kontonummer 230023 PIN 4558 230023 4558. Haha. Und dann gib mir mal die 200. Was eigentlich? Was ist denn die Währung hier? Keine Ahnung, wo sehe ich, wie viel ich habe. Keine Ahnung. Naja, 200. 200 haben ist besser als 200 nicht haben. Würde ich mal behaupten. Oh, Wein. Ah, wie sieht die Gesundheit aus? Torso 96, Torso 98. Schön. Wie schön, dass Alkohol heilt. An dieser Stelle speichere ich nochmal. Weil Treppen und so. Keine Ahnung, was hier alles abgeht. Ah, da ist zum Beispiel schon eine Wache. Wait. Dammit! Nein! Nicht nachladen! Nein! Ah, schnell weg. Ups. Das hat mich auch betroffen. Immerhin weiß ich jetzt im Lady-Pack heilen 60 Punkte. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Da ist er hin. Bleibst du stehen und gibst mir deine Munition? Dankeschön. Das wäre aber nicht nötig gewesen. Oh, noch was. I didn't see a uniform. Ja, weil ich keiner hab, Junge. So, was hast du? Noch mehr Munition. Schön. Ist einfach alle nicht schießen, aber ganz viel Munition haben. Na, die kann man nicht öffnen. Noch ein TNT-Teil. Das fand ich eigentlich gerade ganz schön. Ups. Okay, werfen sollte man die nicht. Dumm wie dumm. Lalala. Gut zu wissen, man sollte sie nicht werfen. Ich wollte gerade, habe ich irgendwas zu heilen noch dabei? Ich bin mir sicher, ich habe vorhin Sojanahrung aufgenommen. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Okay. Das sieht aus, als wäre das der Haupteingang. Andererseits haben da drin auch Treppen nach oben geführt. Und ich würde jetzt einfach mal hier direkt weitermachen. Die Treppen nach oben nehmen. Was gibt's hier? Ein Fass. Ah, Menschen. Ein Söldner und ein Terrorist. You can see the ship's lights crossing the bay. Guess you all were right. Thought I saw some. Bumm! Dachte ich mir doch, die Fässer explodieren. Das Blöde ist nur, dass die Explosion tatsächlich relativ weit sich auswirkt. Hier rennt jemand. Das ist einer von denen überlebt. Ja. Take him out. Ah. Hui, wo kamen die denn her? Die sind... Nee, wo waren die beiden? Hier waren die beiden, davon gibt's keine. Leichen mehr. Die Granaten, die kann man so an die Wand packen. Und wenn sich dann jemand nähert, dann gehen die hoch, nämlich genau so. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Man kann aber auch, wenn man schnell genug ist, hingehen und die mit einem Rechtsklick deaktivieren und mit einem weiteren Rechtsklick dann sogar aufnehmen. So, wo ist die Kommandozentrale? Da oben, nehme ich an. Gunther has re-established contact. He says you helped him escape. Good work. Schön. Habe ich dafür Erfahrung gekriegt, die ich ausgeben kann? 1375. Wo ist Medizin? 1800. Und Pistole eigentlich 5000 oder so, ne? Das lohnt sich nicht. Gewehr vielleicht? Ja, noch 200. Some news, JC.
The NSF targeted a shipment of the plague vaccine Ambrosia. We can't locate it. See if the leader will surrender when you reach the command post. We'd like to interrogate him. Ambrosia ist das Gegenmittel gegen die Krankheit. Und die Terroristen haben eine Lieferung von dem Gegenmittel gekapert. Und ich soll jetzt den Anführer befragen, ob der weiß, wo das Zeug ist. Aber erstmal, ich glaube, der Torso ist das Wichtigste. Und deswegen sollte das jetzt auf dem Torso gehen. Ne, tut's nicht. Ach komm, hey, mit einem Bein. Mit einem fast kaputten Torso. Kann man doch laufen. Ich sollte echt noch Medizin hochskillen. Und mir vielleicht eine Rüstung besorgen. Das wäre, glaube ich, auch eine gute Idee. Ich weiß nicht, ob es Rüstungen gibt. Ich glaube schon. Wie gesagt, es ist eine Weile her, dass ich es gespielt habe. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es keine Rüstungen gibt. Und da unten steht einer. Ein Feind. Oh, da sind noch mehr. Ach egal, ich bin ja drin. Ich werde einfach nicht da unten vorbeigehen, auf dem Weg nach draußen. We want you to take this one alive and conscious. Find out what you can about the shipment, then turn him over to one of the troopers. Okay. Nochmal speichern. So halb tot. Hände hoch. Don't shoot. I surrender. Ja. So you think you know better than FEMA what to do with this month's Ambrosia shipment? You're too late. It's on its way back to the people. And you can't do a damn thing about it. Hey, die Terroristen geben es also dem Volk. Man könnte ja sagen, sie sind Freiheitskämpfer. Andererseits könnte man es ziemlich immer bei Terroristen. Es kommt einfach darauf an, auf welcher Seite man ist, auf welcher Seite man steht. Ich werde nicht bedrohen, sondern ich tell me about the shipment and I'll order the troops to pick you up as a prisoner instead of a corpse. Ask away. We already won this round. Where are you taking it? We're just giving ordinary people the same chance to survive as the bureaucrats in Washington. You'll have to unload New York because the choppers would spot you at sea. I think the government made the plague on purpose to get rid of the population growth. Okay. Well done. I will pass on your orders to the troopers. Report back to base on the west side of the island. Mission complete. So, good. The chief finally let us loose. We were right behind you and cut through them like a hot knife through butter. Kollege, der den Typen jetzt bewacht und hoffentlich auch in Gewahrsam nimmt. Was ist das? Ein Implantat? Die Module? Durch einen Medibot kann man sich so ein Implantat implantieren lassen und dann kriegt man wohl Kampfkraft. Das ist dann wohl für Nahkämpfer relativ interessant. Aber es gibt dann wahrscheinlich auch Implantate für Zielgenauigkeit und Geschwindigkeit, nehme ich an, Regenerationsfähigkeit vielleicht. Oder zumindest bessere Heilung, dass Medipacks oder Lebensmittel mehr heilen. Das wäre ziemlich praktisch. So, ich muss wieder nach Westen runter. Ich gehe einfach dadurch, so wie ich reinkam. Da habe ich ja alles schön aufgeräumt. Nicht da, noch eins tiefer. Genau hier. Ach, das sind ja die Kollegen. Wunderbar. So. They sent us in to pick up the pieces. Mal zum Zeigen. We've already searched the bodies and delivered the enemy munitions to the quartermaster. Sie haben mich leer gemacht vorhin. Ja. Damit ist die erste Mission vermutlich erfolgreich beendet. Also noch nicht ganz, aber hier laufen ja überall die Kollegen rum. Insofern denke ich mal, wird das schon passen. Nur ganz kurz noch, wo muss ich hin? Zur Abschlussbesprechung im Hauptquartier. Das Gebäude, das man schon in der ersten Folge gesehen hat, das ist das Hauptquartier. Die UNATCO-Hauptquartier. Aber das haben sie zugemacht wegen den Terroristen direkt nebenan. Und weil sie so unfähig sind, musste erst Tracy senden, also ich hier kommen, um any more cleaning house to do when we chase these sons of bitches into this. Ich habe es noch gesehen, der da verkauft. Pistolenmunition? Habe ich in der letzten Folge. We've got the island secured. How did things look in the statue? The leader surrendered. So they were after Ambrosia. Fly for the East Coast. We think they've taken it back to the city. I didn't know UNATCO handled the Ambrosia distribution. Manderly will brief us shortly. UNATCO makes sure the limited supply of vaccine gets to government agencies and key industries. It's good to finally see some action. Yeah, well, pace yourself. You killed a lot of people tonight.
I'll handle things out here. You better get to Manderly's office on level 2 and report for duty. Okay, dann. Na da, UNETCO, Headquarter, New York, Liberty Island.